Für alle, die ihr Hirn ein bisschen trainieren wollen. Also ich habe schon auch im Alltag gemerkt, dass das einiges bringt, wenn man irgendwas ausrechnen muss oder so, geht es ganz automatisch. Ja, das ist Neuronation eigentlich ganz cool, ist umsonst und ich fange einfach mal an. Fuck, fuck. Versaut. Daher bin ich doch so gut da drin. Eigentlich ziemlich easy. Einfach ein Differenzbetrag. Okay. Auf jeden Fall kriegt man dann immer eine Punktzahl. Man hat Brain Points, das ist die Gesamtpunktzahl von allen Übungen. Kann ich nachher nochmal kurz zeigen. Aber besser wird, wird es immer schwieriger. Und hier hat man auch einen Vergleich mit anderen. Best of March, also beste vom März, bin ich auf Platz 48. Und in die Top-Liste kommt man wirklich nur rein, wenn man bei den Top 99, also bei den besten Prozent ist. Ja. Das schaut ziemlich cool. Also das fängt doch wirklich ganz einfach an. Und dann, also am Anfang war ich auch nicht so gut. Und dann wird man mit der Zeit immer besser. Also, so schwer ist es auch nicht. Am Anfang hat mich das Time-Up sowas von genervt, da habe ich immer irgendwo Falsches drauf gedrückt aus Panik. Aber mittlerweile kann ich es ganz gut ignorieren. Also eigentlich mache ich nur Fehler, weil ich
schnell sein will. Verdammt. Wo bin ich da? Wohl eher weiter hinten. Es war noch im Februar. 4025. Ah, hier irgendwo. Ja. Also das Ganze ist komplett umsonst, also solange man kein Premium macht, umsonst anmelden und kann umsonst so viel spielen, wie man will. Aber halt nur eine begrenzte Zahl an Übungen. Verdammt. Also für mich ist das irgendwie alles eher wie ein Spiel und nicht wie irgendwie eine anstrengende Übung oder so. Verdammt. Jo. Ist da auch irgendwo dabei? Nein. Also das kann man alles auf Deutsch einstellen, das ist eigentlich eine deutsche Homepage. Normal ist so auf Deutsch, wenn man damit anfängt. Ich habe das nur auf Englisch gemacht.
Hier sieht man es auch. Freie Universität Berlin, Dortmund. Na, hier kann man seinen Fortschritt sehen. Sprache bin ich schlecht, sonst wäre ich noch besser vom Gesamtdurchschnitt. Ja. Brain Score. Kann man die einzelnen Dinger sehen. Und was wollte ich noch zeigen? Naja, wenn man sonst noch kann man entweder tägliches Training machen, das sind drei Übungen, oder eine einzelne Übung auswählen. Und hier haben wir ganz coole Artikel. Die sind vor allem nicht zu lang. Das heißt, jedes Mal, wenn man eine Übung macht, kann man dann noch schnell so einen Artikel durchlesen, wenn man will. Also die sind ziemlich kurz und eigentlich ziemlich interessant. Also ich habe schon fast alle durch, oder eigentlich alle, ja, glaube ich. Jo. Gut. Ich denke, das reicht mal. neuronation.de müsst auch gehen. Okay, also wenn euch sowas interessiert, ich finde es ziemlich cool. Bis dann.